Willkommen, Freunde, zu einem Infovideo, denn es gibt ein paar Sachen, die ich klären muss. Ja, womit fange ich an? Also, da ja jetzt die Schule wieder begonnen hat, kann es gut sein, dass ab und zu am Tag auch nur ein Video kommt. Also bitte wundert euch nicht, wenn ich abends mal kein Überlebenspart raushaue. Wobei Überlebensparts wahrscheinlich auch nicht mehr lange kommen. Was den einfachen Grund hat, da nächste Woche Prototype 2 kommt und dieses Spiel möchte ich gerne Let's Playen und da habe ich glaube ich nicht mehr so arg viel Zeit für Überlebensparts. Also ich werde noch raushauen, aber sie werden sehr unregelmäßig kommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen, aber aufhören will ich damit nicht. Ich will den Überlebensmodus durchziehen. Ich versuche es zumindest, mal sehen, wie weit ich komme. Also bitte wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal keinen Überlebenspart hochlade und vor allem nächste Woche beginnt Prototype 2 und da hätte ich gern eure Unterstützung. Mehr wie bei den Überlebensparts, denn ich glaube, nun kennen alle von mir nur die Naruto-Seite und so und wenn ich jetzt mal was Neues versuche wie Prototype und nächste Woche starte ich auch The Walking Dead, The Game und das sind einfach zwei Spiele, die sind ultra verschieden im Gegensatz zu Naruto. Deswegen hoffe ich, dass ich damit auch euch ein bisschen ansprechen kann. Natürlich Naruto Story-Modus wird zu Ende gespielt, aber ich hoffe irgendwie auf eure Unterstützung bei Prototype und das wäre irgendwie total nett. Und ja, ich habe mir überlegt, wenn ich hier schon ein Infovideo mache, dann mache ich ein etwas längeres. Und in diesem Infovideo möchte ich gerne euch ein bisschen sagen, welche Projekte ich dieses Jahr geplant habe. Und das sind einige. Beginnen wir gleich beim 24. April. Wahrscheinlich werde ich Prototype schon früher haben, aber ich bin noch ein bisschen am Klären, wann ich denn ein Video hochladen darf. Bei Naruto hatte ich ja die Rechte, aber bei Prototype, wenn ich ein Spiel, also ein Let's Play vom Release hochlade, kann es sein, dass ich ziemlich Ärger bekomme. Und deswegen muss ich da mal gucken. Aber stellt euch mal auf den 23., 24. April ein, dass ich dort ein neues Let's Play starten werde. Und dann, gleich in der gleichen Woche, kommt auch The Walking Dead, The Game. Wer die Serie nicht kennt, schauen. Vorausgesetzt, ihr seid 18. Oder? Ja, okay, komm. Ich hab die schon, bevor ich 18 war, geschaut. Aber ihr solltet schon 16 sein. Denn, ja, nichts für kleine Kinder, ne? Dann, ich habe hier jetzt mir eine Liste geholt mit den Spielen, die so rauskommen. Deswegen gucke ich die jetzt einfach mal so durch und schau mal, welche Spiele mich so interessieren könnten zum Let's Playen. Okay, Madagaskar 3. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich dazu vielleicht ein Let's Play mache. Also, ich habe nur einen der Madagaskar-Filme gesehen, aber ich habe vorhin den Trailer angeguckt zum dritten Teil und jetzt, wo ich sie auf der Liste sehe, bin ich echt ein bisschen am Überlegen, ob ich so ein Spaß-Let's Play draus mache. Also kein Ernstes denn. Jetzt mal ehrlich, Madagaskar, das Spiel, das kann nichts Großartiges werden, aber vielleicht so zum Spaß. Also sieht auf jeden Fall lustig aus. Deswegen gucken wir einfach mal. So, was kommt noch so raus? Na, hier. The Amazing Spider-Man. Dazu kommt auf jeden Fall ein Let's Play von mir, da ich ein relativ großer Spider-Man-Fan bin. Also Batman mag ich ein bisschen lieber, aber vielleicht kann mich ja dieses neue Spiel umstimmen. Abwarten. So, und am gleichen Tag kommt auch Lego Batman 2 raus. Oh, also zwei Superhelden-Spiele. Will ich auch Let's Play in Lego Batman? Also bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. So, was kommt denn noch? Oh, da kommt so viel raus. Dragon's Dogma? Nee. Also ich habe Trailer und so gesehen und dieses Spiel spricht mich nicht so wirklich an. Aber es ist sicherlich nicht schlecht, aber nicht mein Fall. Lollipop Chainsaw? Muss ich mal gucken, wie die Kritiken sind. Also wenn die Leute das Spiel echt gut finden, dann überlege ich mir mal, ob ich es mit zulege und vielleicht ein Let's Play dazu machen werde. Ja, dann gucken wir mal weiter, ne? Ice Age 4? Naja, wir wollen es ja nicht übertreiben, ne, mit Kinder-Let's Plays hier. Wobei, Ice Age 4, na, mal schauen, ne? Wenn ich es mal für einen Zehner irgendwo finde, kann man sich's doch überlegen, ne? Let's Play. So, dann kommt im Oktober Assassin's Creed 3, was ich auch auf jeden Fall Let's Playen werde. Und worauf ich mich schon mega freue. Also von meinerseits das meist erwartetste Spiel dieses Jahr. So, und dann vielleicht noch Pokémon Black 2 und Weiß 2. Bin ich ganz am Überlegen, ob ich die machen werde. Die sind auf jeden Fall noch nicht sicher, aber ich habe Black and White nicht gespielt, also
Falls ich es Let's Playen werde, hoffe ich, dass ihr mich nicht zuspammt, wenn ich die neuen Shit-Monster nicht kenne. Denn ich habe die alten Editionen brutal gerne gespielt und aber von den neuen kenne ich nicht ein einziges neues Pokémon. Deswegen werde ich es wahrscheinlich blind Let's Playen und das wird sicherlich ein Spaß, da durchzuchecken. Ja, sonst kommt eigentlich nichts mehr. Far Cry 3 werde ich mir auf jeden Fall holen, aber wahrscheinlich kein Let's Play dazu. Und ja, ich hoffe, dieses Infovideo hat euch geholfen. Vielleicht werden noch weitere Let's Plays von mir angekündigt. Lasst euch einfach überraschen. Aber diese werden, denke ich mal, auf jeden Fall kommen. Also, ciao.